Hi Leute, heute habe ich mal geschaut, was ich ja für Spiele habe und habe hier Xenon, Kadaver und Speedball 2 von den Bitmap Brothers gefunden. Ja, wollte ich erst ausprobieren und dann war es aber so, dass ich in der Box auch noch eine Diskette gefunden habe. Und zwar war das Xenon 2. Ja, und das werde ich heute spielen. Leider hat die Diskette nicht direkt funktioniert. Liegt daran, ich habe im internen Laufwerk von dem Amiga ein GoTech-Laufwerk, so ein USB-Laufwerk. Und dann habe ich noch ein externes Laufwerk. Und mit dem externen Laufwerk, egal wie man es einstellt, auch wenn man direkt davon bootet und sagt, ich möchte von DF1 booten, im Kickstart, startet er nicht. Deswegen muss ich jetzt im Internet gucken, dass ich eine Version finde, die, ja, die ich hier spielen kann. Dann bis gleich. Was ich jetzt gefunden habe, ist, ja, wie man sieht, eine gecrackte Version. Naja, ich habe ja das Original, deswegen. Laden wir mal an, gucken wir mal, was da ist. Das Spiel übrigens habe ich früher zwar ganz oft gespielt und irgendwann kann ich auch ein paar Stellen total auswendig, aber ich habe es nie geschafft durchzuspielen. Das war einfach viel zu schwer. Vielleicht habe ich ja jetzt Glück und mal gucken, wenn das Ding vielleicht einen Trainer hat oder so. Mal gucken. Ja, sieht gut aus. Machen wir. Endless Credits. Endless Power. Ja. Start mal. Finde ich gut. Dann sehe ich wahrscheinlich jetzt viel mehr, als ich jemals vorher gesehen habe von dem Spiel. Auch eine super coole Mucke. Da war noch Gesangssample bei, so in der Musik, Bronze Bass, genau. Ich glaube, das Original gibt es auch als Track. Wahrscheinlich finden wir das auch bei YouTube. Ich guck mal, vielleicht verlinke ich es. Ja, ich starte es mal. Ja, im Moment Player One. Credits habe ich wohl drei. Mal gucken, wie das ist mit der Energy. Aha. Ja, das waren noch zwei Disketten. Jetzt wechsle ich gerade mal auf Disk 2. Eigentlich, was ich nicht verstehe, ich habe gesehen, im Internet verkaufen manche auch Xen 2 als zwei Disks. Das hat bei mir immer mit einer Disk funktioniert. War auch ohne. Ich finde nur die Originalverpackung leider nicht mehr. Los geht's. Ach krass. Gucken wir mal, wie gut wir da sind. Warum muss man hier drücken? Ich benutze auch diesmal wieder ein Mega Drive Gamepad. Und habe jetzt schon Energie verloren. Gut. Mal gucken, ob das läuft mit dem Trainer. Glaubt der. Ob ich hier ganz früh Game Over bin. Ich glaube, aus den Dingern, aus den großen, kam immer Kohle raus. Hey, hing fest. Oh, man kann die sogar zurück. Cool. Ich hatte jetzt letztens in den Kommentaren gelesen, ich soll mal Battle Squad oder so testen. Battle. Wie ist das? Habe ich mir dann, ja, jetzt bestellt. Mal gucken, wann ich das bekomme und wie lange das dauert. Das ist auf so einem goldenen Joystick von den Competition Pros Hersteller. Und zwar von Speedlink. Ich habe auch noch einen anderen Speedlink-Controller, den man per USB anschließen kann. Aber da ist das Spiel leider nicht drauf gewesen, deswegen habe ich sehr lange gesucht und geguckt, wie ich das kriegen kann. Naja.
erstmal hier. Xenon 2. Diese Viecher sind ja echt total nervig. Am besten gar nicht schießen. Oh, da ist das wohl jetzt resettet mit der Energie. Und schon hätte ich ein Leben verloren. Also erste Level, zweite Level, glaube ich, habe ich früher auch dann irgendwann geschafft. Locker. Aber ist auch echt ein bisschen schwer. Bin jetzt nicht so der krasse Player hier. Ah, lädt. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es so einen Countdown gab zum Laden. Ach krass, der Shop. Das war das Coolste. Ja klar, den möchte ich doch. Nein, den möchte ich nicht verkaufen. Achso, ich möchte den nicht verkaufen. Ich möchte das ist jetzt verkaufen. So, was gibt's hier? Ah. Advice, okay. Irgendwas. Speed up. 500, wie viel habe ich? 600. Energie brauche ich nicht. Autofire wäre cool. Und diese Super Nashwin Power habe ich mir mal irgendwann zusammengespart. Oder habe ich mal direkt benutzt, aber es ist total sinnlos, das Ding. Weil das irgendwie nur die ersten paar Sekunden funktioniert. Hat mega viele Waffen, die aus dem Schiff rausfeuern. Und dann verschwindet das irgendwie nach, keine Ahnung, 10 Sekunden. Aber ich glaube, ich nehme ein Autofeuer, weil ich habe keinen Bock, die ganze Zeit mehr hier zu drücken. Mhm. Mal gucken, wie es funktioniert mit dem Autofeuer und wie schnell der reagiert. Jetzt lädt er wieder. Tok, tok, tok. Neben Gotek-Laufwerk habe ich auch so einen kleinen Lautsprecher angeschlossen. Also hört man auch diesen klassischen Amiga-Disk-Ladesound. Wenn ich gedrückt halte, genau, jetzt kann ich ja gedrückt halten. Was passiert da? Ist fast schon egal, ob ich hier reinfliege oder nicht. Ja, das war wohl irgendwas Besonderes, was den Bildschirm blockiert hat. Meine Güte. Ist auch ein bisschen träge gefühlt, das Schiff. Wie ein echtes Schiff. Ich glaube, wenn man. Ja. Boah, ist das krass. Die Musik hört richtig auf, wenn man zu viel schießt. Er schafft das nicht mit den Kanälen. Auf jeden Fall bessere Waffen und so. Aber ich glaube, jetzt bin ich ja eigentlich unbesiegbar. Dann können wir auch irgendwie ein paar Level sehen hier. Keine Ahnung, wieso man überhaupt unendlich Continuous oder sowas hat oder Leben. Wenn es sowieso egal ist. Aber so richtig treffen, pixelmäßig, boah, echt nicht leicht. Die Schüsse fliegen richtig vorbei. Wegen Kollisionsabfall. Boah, ich fand das Spiel so cool früher. Ich fand's auch krass, dass sowas. Ah, das, was ist das? Ach, krass, Raketen, cool. Genau, für die ganzen hier. Es ist ein Game. Kann man nur direkt sterben ohne Trainer. Genau. Okay. Ah, super. Wo
los, muss ich sein Auge treffen. Krakenviech. Wäre wahrscheinlich jetzt schon längst tot. Ja, wieder. Hey, kann das sein? Ja, und jetzt? Ah, okay. Also, boah, krass. Ich hab's auch total vergessen, wie man spielt. Ich spiel's einfach jetzt auch zum ersten Mal wieder seit... weiß ich nicht... mehr als 20 Jahren oder so. Jetzt kommt der Shop wieder und haben wir ein bisschen Kohle. Oh, wir haben richtig gut Kohle. Aber ich möchte nichts davon verkaufen. Nein. Was für coole Samples. Ja, was möchten wir denn? Was ist das denn für ein Kügelchen? Elektrobeutel. Oh, das hört sich cool, was ich mir alles leisten kann. Mine? Rearshot? Nee. Mine? Double Shot ist ein bisschen mehr Power. Power Up? Power Up, vielleicht werden die Schüsse dadurch dicker. Ich finde irgendwie diesen Elektroball sehr interessant. Wieso ist kein Platz auf meinem Schiff dafür? Was muss ich denn dafür machen? Hä? Power vielleicht holen? Oder USA? Advice? Ne? Bei Double Shot, sagt er mir. Bei. Zu Befehl. Nein. Versuchen das nochmal. Immer noch kein Platz. Okay, dann hole ich mir den Double Shot für 3000. Boah. Gib mir die Kohle. Was haben wir noch? Komm, machen wir nochmal ein Advice. Das weiß ich nicht, was es ist. Tja, jetzt kann man damit wirklich das Spiel durchspielen. Das erste Mal in meinem Leben. Diesem Trainer. Cool. Oi. Kommt wirklich was raus. Theoretisch kann ich immer in diese Dinger reinfliegen, aber dann ist es wirklich zu langweilig. Weil ich ja auch Musiker bin. Mir reicht schon, wenn ich so Schüsse abbekomme oder so. Da ist wieder was Cooles, bestimmt. Ich denke gar nichts. So, wie soll man jetzt nach rechts kommen? Man muss schon wissen, dass die da rechts sind. Man muss eigentlich hier auswendig die Level kennen. Dass genau im Level 2, genau an der Stelle, hier auf der X-Achse von da kommen. Aber ich mache hier gut Kohle. Das heißt, ich kriege auch mal endlich ein paar Waffen hier im Spiel. Beim Käufer. Ist auch echt cool, dass sie so ein bisschen die Level auch unterschiedlicher haben. Ein paar Farben geändert. Andere Objekte. Sonst wäre es echt zu langweilig. Also es ist von den Grafiken richtig schön. Die Sprites sind richtig cool. So ein bisschen Tiefe. Keine Ahnung, ob die vielleicht auch früher schon so ein Cut-Programm benutzt haben. Meine Güte. Oh, das Level, ja, stimmt. Ich glaube, hier geht's hoch und dann geht's wieder runter. Aber so ganz verstehe ich noch nicht, wo muss ich da. Ah, da muss ich die. Das muss ich abschießen, genau. Und jetzt kann ich von hinten. Da.
Darüber, komm mal, komm mal jetzt. Hey. Keine Ahnung, wie ich das damals so weit geschafft habe. Ob ich das Level geschafft habe, 2 oder 3. Natürlich komme ich von da. Und jetzt auch kommt das letzte Auge hier. Ist mir egal. Komm. Genau. Man hat auch echt nur kurz Zeit, um das einzusammeln. Bin mal gespannt, was ich mir jetzt leisten kann im Shop. Battle Squadron ist das Spiel. Genau, Battle Squadron. Boah, habe ich da lange nachgesucht. Ja, gar nichts. Wir haben wieder 3000. Wir möchten nichts verkaufen. Was ist mit dem Elektroball jetzt? Ja, okay, jetzt darf ich. was denn? Was muss ich holen? Seitenschuss. Okay, dann geht's nach links und rechts. Ist auch cool. Autofire habe ich schon. Speed up. Okay. Speed up ist auch cool. Aber wieso ist das... Wieso habe ich keinen Platz für mein Schiff? Auf meinem Schiff. Sideshot. That will cost 1000. Okay. Even the cash. Und was möchte ich? Ja, ich möchte am liebsten noch diesen Elektroball oder Advice. Ich würde gerne wissen, was... Wenn ich jetzt die ganze Zeit Advice hole. Bei... Ah, Advice. Mein Gott. Natürlich. Advice, das, Sideshot, ja. Ja, was ist wohl ein Advice? Ein Advice ist ja wohl ein Vorschlag für ein... So, laden wir wieder. Ich habe mir ja auch Amiga Forever gekauft mal. Amiga Forever Plus. Da sind auch ein paar Spiele bei. Und was cool ist, ist, da sind wirklich alle Workbenches bei und auch die Kickstarts. Theoretisch könnte ich auch alles am Rechner spielen über WinRAE. Also, wenn jemand einen Bock hat, kann das ausprobieren. Aber ich habe Bock, das hier über den Amiga zu machen und wirklich die Maschine auch zu nutzen. Alles andere ist halt, ja, irgendwie emuliert nur. Einzige, was ich jetzt hier emuliert habe, ist dieses Diskettenlaufwerk. Und den HDMI-Ausgang, den muss ich auch noch extra... Ja, nee, der wird nicht emuliert. Ich habe so einen Raspberry Pi auf dem Grafik-Chip-Slot. Und da hängt auch ein HDMI-Ausgang dran. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich mich hier verfahre, fliege. Richtig. Der Seitenschuss, das hilft jetzt wirklich. Aber ich würde gerne mal diese Elektrokugel ausprobieren. Mein Gott. Was für Viecher. Ohne Augen direkt. Die linke Seite ist so ein bisschen sicherer mit den Raketen. Da ist einfach mehr Feuerpower drauf. Vielleicht brauche ich noch auf der rechten Seite eine Rakete. Hier muss man sich, glaube ich, durchschießen, aber wo?
Boss hier. Okay. Spinnennetz. Oder sowas. Ich kann echt zurückfliegen? Ja. Aber wo muss ich treffen? Da. Meine Güte. Also ein bisschen Speed wäre nicht schlecht. Kommt drauf an, wie viel Geld ich jetzt im Shop wieder habe. Wo steht das denn überhaupt hier? Ich sehe nur die Punkte. Kann man die eigentlich auch von unten anschießen, frage ich mich. Ach, die hat schon wieder ihr Spinnennetz hier aufgebaut. Nicht spawnt. Diese Klötze. Dann. Und Raketen. So. Die kommt nicht nach vorne. Mein Gott. Diese Kollisionsabfrage. Und jetzt? Schläfst du? Krass, dass du nicht getroffen wirst. Na also. Ja, super. Ah, verstehe. Natürlich. Wie soll ich dann noch in der Zeit runterkommen? Null. Null Chance. Mal gucken, was kann ich mir jetzt leisten? Sideshot, nein, den möchte ich nicht loswerden. Ich wollte nur mal wissen, was das war, dieses S. Irgendwie dachte ich, das wäre irgendwas mit Speed oder so. Was ist das hier? Speed Up. Okay, ist auch ein S. Hm, die sieht ja richtig cool aus. Ich habe 4500, kann ich mit einem Laser? Missile Launcher. Ist beides cool. Aber was ist jetzt mit der Blitzkugel? Aha, auf einmal geht's. Das sind Minen. Ja. Kann ich mir die auch... Oh, kein Platz. Wieso habe ich keinen Platz? Was brauche ich? Speed Up? Sideshot? Minen? Erst fragt er mich, was, erst sagt er mir, was das kostet, und dann sagt er mir, dass das überhaupt nicht in mein Schiff passt. Naja, okay. Dann raus hier. Level 3. Boah, habe ich jemals Level 3 erreicht? Ich weiß es nicht. Get ready, player one. Okay. Ja, was? Oh, cool. Meine Güte, da ist ja noch mehr. Was ist das alles? Aha. Kommt mir das bekannt vor? Ich weiß nicht. Ich komme da nicht dran. Wir müssen erst da raus. Wo ist denn mein Seitenschuss? Den habe ich jetzt verloren. Wieso? Ein bisschen Kohle mitnehmen. Ich möchte mal ein paar Waffen sehen. Meine Güte, das ist auch unmöglich. Oh, ich glaube doch, das war richtig kompliziert hier. Ich bin nicht sicher, was war hier? Toll. Richtig fest. Thank you.
darf nur nicht so festhängen bleiben, dass ich da unten rausgedrückt werde. Meine Güte. Eigentlich muss ich dafür nur in der Mitte bleiben, aber ein bisschen möchte man doch schon was treffen hier. Was ist das? Okay. Was hat er jetzt wieder aufgeladen? Boah, was ist das denn? So, das hätte mich sofort zerstört. Grafisch ist das ja mega, Musik ist auch geil, Gameplay ist cool, die Waffen sind total geil, aber ich weiß nicht, den Schwierigkeitsgrad finde ich einfach zu krass. Aber das ist irgendwie allgemein so mit diesen Games aus der Vergangenheit. Ich glaube, die wurden so oft von den Entwicklern getestet, ich kenne das ja selber, dass du dann irgendwann sagst so, ey, ist eigentlich viel zu einfach oder so, oder... Es ist einfach einfacher, wenn man das die ganze Zeit testet und immer dieselben Level spielt und die weiß, wo was herkommt. Ja, dann wird es halt leichter. Aber früher hat man das vielleicht auch ein bisschen öfter gespielt. Aber ich bin trotzdem nie weit gekommen. Ich möchte dir nichts verkaufen, außer... Und ich brauche auch kein Advice von dir. S, was haben wir hier? Blitzkugel, was hat die eigentlich gemacht? Wenn man ein Power-Up kauft, macht das wahrscheinlich den Schuss fetter. Ja, dann. So, mal gucken. Also, Mine und so passt alles nicht aufs Schiff. Random irgendwelche Samples abspielen hintereinander. Direkt mal hier hin. Ja, genau. Also scheint so. Jetzt könnte man sich hier direkt. Ich glaube, ich kann auch nicht weit zurück. Warte mal, wie weit kann ich zurück? Ja, das Maximum. Wahrscheinlich kommt man doch noch da raus. Oh, jetzt habe ich ja schöne Schüsse hier. Aber, boah, wie lang geht's hier? Ich bin fest ein. Der Rocket Launcher, der bleibt nirgendwo hängen. Der ist einfach... Meine Güte. Keine Chance. So 0% getroffen. Irgendwie genau dazwischen, ein bisschen weit links, ein bisschen weit rechts. Ich drück nur einmal kurz. Ja, ich dachte eigentlich auch, dass weil irgendwann später in Leveln vielleicht die Musik sich ändert. Die ist ja cool, aber... Hätten sie auch noch ein bisschen mehr machen können? Wahrscheinlich. Je nachdem, wie viel Platz auf der Diskette war. Samples sind ja auch nicht klein. Meine Güte, wo muss ich denn hier lang? Hä? Also ich muss... Meine Güte! Du bist auch noch angeschossen dabei. Ja, ich muss da rechts. Genau. Schön, dass ich keinen Seitenschuss mehr habe. Hilfe. Aber es wäre noch schlimmer, wenn man wie in den anderen Spielen über R-Type oder so einmal kurz den Rand berührt und sofort ja, explodiert. Das wäre hier nicht möglich.
gar nichts mehr. Ah, da ist er. Aber das ist noch eine. Etwas andere. So muss ich jetzt wieder ganz nach links. Könnte das sein, dass ich ganz nach links muss? Ich mach's einfach. Einfach jetzt mal erraten, geraten, ausprobieren. Kann ich sehen. Ja, ich glaube, das ist richtig. Und der wieder. Mein Gott, was ist die Viecher? Mein Gott. Ich weiß echt nicht, wie man das hier heil spielen kann. Halt, also du heil durchspielen kannst. Scheint hier der richtige Weg gewesen zu sein. Bin mal gespannt, was da jetzt kommt. Oi. Krass, was für eine Mission. Ach. Hilfe. Gut. Volle Power. Ach, das ist der Boss. Also, wie muss man den spielen? Man muss diesen Dingern ausweichen. Und man muss ihm ausweichen, ohne... Das ist eigentlich nicht möglich, ich weiß nicht. Man muss wissen, wo der herkommt, wo der lang fliegt. Er kommt von links, fliegt nach oben. Keine Ahnung. Ja, jetzt habe ich mal einigermaßen was eingesagt hier. So, 3 Level haben wir jetzt. Wie weit geht's noch? Gucken wir mal. Nee, ich möchte dir immer noch nichts verkaufen. Oder? Ich habe den Doppelschuss und ich habe den Schuss nach hinten. Ja, nee, das brauche ich immer noch. Aber ich hätte gerne den... Mein Gott, was habe ich denn da jetzt für Waffen? Was kann ich denn hier nehmen? Was ist das? Hey. Das ist eine coole Drohne. Missile Launcher finde ich auch total cool. Der müsste doch von sich aus dann auch Homeland. Ah, Flamer ist auch cool. Ich hab einen Bock auf. Kann ich den Missile Launcher wenigstens? Ja, super. Und den Zeitschutt. Den Zeitschutt möchte ich wieder gerne haben. Und kein Advice und keinen. Nee, sonst nix. Oder noch ein bisschen Speed, weil das mich schon ein bisschen nervt. Keine Ahnung. Wovon ist das abhängig? Was ich auf meinem Schiff packen kann und was nicht? Level 4. Bin mal gespannt, was danach noch kommt. Oder ob wir dann schon durchgespielt haben. Krass, schon, ist gut. Get ready, Player One. Boah, das ist ja total krass. Aber irgendwie sind das keine Hummel-Missiles. Aber egal. Die sind genauso... Die links, ne? Nur ein doppelter Schuss. Passiert nichts. Geht der irgendwann kaputt? Ja, der geht sogar irgendwann kaputt. Dum, 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 dum. Da, was haben wir da? Oh, irgendwas Seifenblase? Ist das ein Schild?
cool ist das denn? Wie lange ist das haltbar? Okay. Bestimmt ein Schutzschild, aber... Oh, ist schon vorbei. Sowas wie... Nur ein kurzer Dauerschild. Kein haltbares, was irgendwie so nach und nach weggeht. So, man hat die ersten drei Level geschafft. Ohne Trainer. Und dann ist man hier gelandet. Was macht man? Wie weicht man hier aus? Man weicht eigentlich nur aus. Es gibt gar keine Möglichkeit zu treffen. So, eine Seite. Komm, irgendwie ziemlich unendlich, ne? Oder haben die irgendwelche Dots hier? Seitenschuss ist so lahm irgendwie so. Es geht alles nur nach oben vom Schiff aus. Wie die Rubine. Oh, Speed, cool. Das ist, oder was war das? Speed oder Seitenschuss? Nee, Seitenschuss war das. Was möchtest du von mir? Ich weiß nicht, wo ich dich treffen soll. Ah, da. Wieder so ein Schiff, wo man dann später zurück muss. Was möchtest du? Ach, da kann man dich auch treffen, oder? Wie weicht man hier aus? So? Der fliegt von sich aus auch wieder zurück, automatisch. Es ist nur noch der eine Kopf dran. Auszuweichen. Ja, krass. Komm, Kohle. Yeah. Entering Shop. Kommt jetzt noch ein Level danach. Level nach Level 4. Ein fünftes Level. Und was kann ich mir... jetzt ins Schiff packen. Das ist nicht so viel Kohle. Nichts verkaufen. Elektroball. Probieren wir nochmal. Schock. Ja, komm. Das ist okay. Exit. Aha. Reloading Level 4. Ach so, das war stimmt. Krass, das war immer so ein Zwischenboss. Sie abschießen, aber man sollte wahrscheinlich nicht da reinfliegen. Eigentlich nicht möglich. So, jetzt habe ich wieder keinen Seitenschuss. Interessant. Und diese Elektrokugel, wie lange hat die gehalten? Ist ja schon weg. Das finde ich ein bisschen schade, also Waffen, die irgendwie nur so ein paar Sekunden am Anfang sind, da sind. Tja, was soll man den Entwicklern noch sagen heutzutage? Mach das nicht nochmal. Aber...
Ein bisschen kann ich ausweichen, auch wenn ich dauernd irgendwie doch getroffen werde. Das ist eigentlich nicht möglich. Liebe. Ja, die gehen sogar. Ah, Turrican 3 war doch irgendwie leichter. Aber hier ist richtig viel Kohle drin in den Dingern. Ja, komm her. Nur von allen Seiten, genau. Und dann fliegen die Dinger sowieso runter. Also, komm. Aber ob das überhaupt noch was bringt, ob man überhaupt noch irgendwas Geld im Shop ausgeben kann. Die Level 4 machen können, so cool. Eine richtige krasse Waffe. Aber ich finde die Waffen jetzt schon auch cool. Alles geht nach oben. Nichts, also das wird nach unten, ist so harmlos. Oh, jetzt wieder so ein Viech mit Tentakel oder was. Mit Laserstrahlen. Chameleon, genau. Ich wäre schon längst zigmal gestorben. Und 100 Continues. Was soll man machen? Ich kann jetzt zurückfliegen, aber ich kann nicht weiter zurück. Das ist ja das Krasse. Wo soll man überhaupt hin in dem Level? Soll man jetzt hier hin? Nee. Da? Jetzt kann man schießen. Genau, und dann kommt er wieder schnell weg. Wie sie das vorgestellt haben. So, jetzt bin ich mal gespannt. Gibt's noch ein Level? Wow, krass. Nochmal den Shop. Wie viel habe ich jetzt gesammelt? Fünf, vier. Ah, ist nicht ganz synchron, das bei mir mit dem Ton und so. Aber ich glaube, ich habe es jetzt hinbekommen, jetzt Ton von dem Game hier mit dem Bild von, mit dem Videobild von dem Spiel synchron zu kriegen. Da habe ich jetzt nochmal dran ein paar Einstellungen angepasst. Was heißt More? More heißt mehr. Mehr als das. Was gibt's da? Bitmap Shades. Nee, Objection brauche ich nicht. Homing Missile, oh, Homing Missile ist so geil. Nee. Eine Bombe? Aber Bitmap Shades. Oder, na, ich bin nicht bei Homing Missile. Hey, cool. Ja, ist wahrscheinlich jetzt alles weg. Ja, genau. More zurück. Boah, das habe ich ja noch nie gesehen hier. Und ich will noch den Laser. Den kenne ich hier von dieser Super Smash Bomb, keine Ahnung was, Waffen. Dieser, die nur 10 Sekunden am Anfang vom Level. Ja, Level 5, okay. Bis jetzt läuft alles. Verliert man eigentlich Waffen, wenn man neue Waffen gekauft hat? Oder ist es wirklich nur ein... Ich frage mich, wieso ich manchmal diese Side-Schüsse nicht habe und dann... Oh mein Gott, der Laser. Ja, der Laser ist cool. Oh, krass. Direkt am Fest in mir. Ein kurzer Klick und man bewegt sich so schnell nach... Ja, unmöglich. Man braucht hier Schild und alles. Komm, hier. Laser. Zimmer. Zimmer dadurch. Der Laser ist echt krass. Das ist wirklich nicht möglich. Ah, da sind meine Homing Missiles. Jetzt sehe ich die auch mal in Aktion. Das sind sogar 4 Stück, oder ne? Ich sehe, er kennt schon nichts mehr. Komm, ich stelle mich einfach mal hier hin. So,
mal auf meinen Laser. Und da. Das ist echt mal die Frage, wie man das hier spielen soll. Sind gar nicht schlecht. Ausweichen, nur ausweichen versuchen. Geht nicht. Was haben wir da? Was? Oh, ganz knapp verfehlt. Komm. Das ist unmöglich. Was ist? Ich hatte doch diesen. Was kommt da raus? Nichts. Das soll der Autofahrer sein. Ich habe extra Autofahrer gekauft. So, jetzt rücken wir mal hier. Das ist so extrem. Jetzt kommt wirklich Pascal keine Musik mehr. Das schafft er einfach nicht mehr. Und das sind Drums. So, und was kommt jetzt? Nichts. Nichts Großes. Hm? Was ist das? Ein Panzer. Gut. Haben wir da noch mehr an der Seite? Das war's. Ja, schön. Ehrlich, Leute. Wie spielt man das Spiel durch? So, was, okay. Also ich möchte nichts verkaufen. Wir haben wieder 6000. Ah, okay, verstehe das. Danke für den Rat, für den Advice. der war sogar kostenlos. Was ist das hier? Ein Flamer. So, jetzt kaufen wir. Aber der Flamer ist so billig. Was haben wir denn da noch? Diese Shades waren interessant. Weil ich überhaupt nicht was... Bitmap Shades. Das war's, ne? Ja? Okay, ist sogar günstiger. Bomben. Flamer. Genau, Flamer. Okay. Hm. Und auch nicht. Wieso bietest du mir das dann an? Ja, komm. Hm. So, was kann ich mir noch für 3000 holen? Hm, eine Drohne. Hatte ich die schon? Eine Drohne. Mhm. Geht alles nicht. Aha, noch ein Laser. Und Power-Up. Komm, noch mal noch. So. Das war jetzt das letzte Mal, hat er mir gesagt. Tschüss. Tschüss, du Betrüger. Mir erst die Sachen total teuer verkaufen und dann auf einmal im letzten Level irgendwie um die Hälfte günstiger. So, jetzt komm. Wow, das irgendwie ist das dunkel. Wieso ist das so dunkel? Mhm. Aha, interessant. Jetzt ist Licht an. Diese Scheiße. Das ist so krass. Jetzt habe ich aber wirklich hier volle
Power. Und trotzdem gehen diese Dinger nicht kaputt. Das ist so extrem. Und ich habe natürlich auch keinen Seitenschuss. Das hilft mir natürlich jetzt auch gar nicht. Verstehe, man, eigentlich setzt man sich hier rein und wartet auf den. Irgendwie treffe ich den nicht, obwohl ich irgendwie, keine Ahnung, mehrere Schiffe an Ladung verliere. Und das eigentlich alles her. Die magischen Schüsse. Ja, schön, dass man wieder so viel Geld sammeln kann und das einem nichts bringt. Hängt richtig fest, da kommt Speed hier oder was ist das? Einmal kurz drücken. Bewegt er sich irgendwie. Na, was kommt jetzt? Ah, da muss ich treffen. Ich verstehe. Da nochmal. Nee, kommt er nicht durch? Ich hänge ja einfach fest. Muss ich jetzt treffen? Ja, eigentlich können nur meine Homies jetzt irgendwas machen. Das ist gut. Ah, da. Oder der. Der ist gut. Da ist noch was. Gut. Wo schießt der hin? Muss ich jetzt selbst zurückfliegen? Okay, der schlägt das gar nicht vor. Ist da noch was? Also, wo ist hier noch was? Da ist noch was. Dieses Ding hier. Das ist doch richtig heftig. Muss ich jetzt hier rein, oder? Mein Gott, schieß doch einfach das Schiff ab. Das kann doch nicht sein. Wo kommt das her? Da ist irgendwas. Da fliegt der irgendwo hin mit den Homings. Wo muss ich treffen? Ich sehe nicht mal, wo die Homing Missiles irgendwas treffen. Ja? Da, das Ding. Ich krieg so voll ab. Da, ah, ich hab's. Ein so ein Ding. Und jetzt? Einfach weiterfliegen. Der will einfach nicht sperren. Ja, okay, also jetzt wirklich Pixel für Pixel alles abarbeiten. Da nicht, da nicht. Die Homing Missiles fliegen irgendwo hin. Und irgendwas hat er hier vor. Habe ich noch irgendeinen Knopf wie.
Leertaste oder so. Irgendeine Sonderwaffe. Oder die Maus. Nee. So. Ich glaube, wie geht's jetzt weiter? Wo ist es da? Da ist noch was in der Mitte. Muss irgendwie in der Mitte die Dinger abtreten. Da ist nichts. Oder da? Das ist so strange. Diese beiden Teile, genau. Jetzt weiß ich wohl. Aber da, oh, genau eins. Und jetzt noch der. Komm, du bist auch noch dran. Da ist noch einer. Und da. Ach. Mein Gott. Hallo? Hier das. Komm. Vielleicht von da oben? Boah, häng ich da fest. Das ist es auch nicht. Ich muss auf jeden Fall dieses kleine Ding kaputt machen. Dieses hier. Aber irgendwie. Nochmal. Schön runterdrücken. Hab ich das gesteht? Das ist kaputt. Ja, genau, da ist es jetzt aber. Na also. Mein Gott, das hätte ich niemals geschafft. Und was soll ich jetzt mit dem Shop? Soll ich jetzt alles verkaufen, oder? Oder sagt er mir, danke, dass du so viel gekauft hast? Okay, ich verstehe. Das war's. Okay. Also das war's jetzt auf jeden Fall. Loading Level 1. Habe ich die Waffen noch im Level 1? Bin ich mal gespannt. Werde ich noch einmal testen. Ansonsten habe ich jetzt das erste Mal das Spiel durchgespielt. Das war's, Viewers. Zuschauer, ja. Get ready, Player One. Mal gucken, ob ich die Waffe noch habe. Nee, ich glaube, ich habe einfach nur direkt gedrückt wieder. Alles klar. Wechseln wir mal hin. Ja, dann. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt und ja, vielleicht seid ihr beim nächsten Mal auch dabei. Ansonsten freue ich mich auch über einen Kommentar oder ein Like. Bis demnächst.